Ja, hallo. Ich habe mein neues Galaxy S7, die normale Version, nicht die Edge, in meinem Kurzurlaub in der Türkei mitgehabt. Und mich interessiert natürlich als Filmer die Qualität des Filmmodus. Daher habe ich im Urlaub einige Videos mit dem Handy abgedreht. Grundsätzlich muss man sagen, dass die Qualität für ein Handy schon sehr, sehr gut ist. Es ersetzt wirklich eine durchschnittliche Kamera. Auch im Fotomodus bin ich sehr begeistert. Alle Videos habe ich in 4K aufgenommen und im Automatikmodus. Alles andere macht ja wenig Sinn. Im Gegensatz zu sehr vielen anderen Videos, dass quasi im 4K-Modus kein Bildstabilisator möglich ist, muss ich sagen, dass das nicht richtig ist. Es arbeitet ein optischer Bildstabilisator im 4K-Modus und der funktioniert relativ brauchbar. Die Kamera hat für den kleinen Sensor hervorragende Low-Light-Eigenschaften. Auch sehr interessant ist die Unterwasserfunktion, wobei hier immer wieder das Problem ist, sobald sich die Kamera unter Wasser befindet, machen sich einige Funktionen selbstständig. Insgesamt kann ich aber durchaus sagen, wenn man keine andere Kamera mit hat oder eine normale Kompaktkamera hat, die sowieso nur HD oder Full HD aufnehmen kann, ist die Kamera des Galaxy S7 durchaus eine Option, die man verwenden kann. Bei schönem Tageslicht und wenn nicht allzu viel Dynamik dargestellt werden muss, ist die Kamera des Galaxy S7 auch durchaus ein Ersatz für ein weitaus hochwertigeres System. Ich bin begeistert und werde auch in Zukunft noch Videos aufnehmen. Bewährt hat sich in der Praxis, die 4K-Videos intern aufzunehmen und dann auf die Speicherkarte auszulagern, weil die Kommunikation mit der Speicherkarte oft nicht ausreichend schnell funktioniert. Ich bin gespannt, wie euch die Videoqualität des Galaxy S7 gefällt. Bin schon gespannt über eure Meinung zum Galaxy S7 im Filmmodus. Schreibt es einfach drunter. Ich freue mich über jeden Eintrag. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.